Hallo, ich bin der Christian und jetzt zeige ich euch den Einbau von LED-Rückleuchten am Beispiel vom Golf 5. Wie ihr seht, sind die Rückleuchten vom Golf 5 vierteilig, zwei Außen- und zwei Innenteile. Wir beginnen mit den Kofferrauminnenteilen, indem wir die Verkleidung der Kofferraumklappe entfernen. Die Innenteile der Rückleuchte sind mit zwei 10er-Muttern befestigt. Diese können wir ganz einfach mit der 10er-Nuss lösen und locker schrauben. Die zweite Schraube lösen wir am besten mit einem 10er-Ringschlüssel. Das ist etwas knifflig, aber mit ein wenig Geduld schafft man auch dieses. Den Stecker löst man, indem man beide Haken gleichzeitig drückt und dann abzieht. Nun können wir das Innenteil ganz einfach nach außen rausheben. Hier haben wir nun das alte Innenteil und hier werde ich das neue verbauen. Hier habe ich mich für Rot klar entschieden. Diese gibt es aber selbstverständlich auch noch in Schwarz bzw. in Chrom. Achtet bitte beim Einbau der Innenteile auf den korrekten Sitz der Dichtung. Nun muss ich nur noch die beiden Schrauben festziehen. Und dann mit der Ratsche festziehen. Jetzt nur noch die Steckverbindung herstellen und das Steuerteil in der Verkleidung der Heckklappe verstecken. Um an die Außenteile der Rückleuchten zu kommen, müssen wir vorsichtig die Innenverkleidung lösen und dann die zwei Schrauben des Außenteils locker schrauben. Jetzt nur noch mit dem flachen Schraubendreher die Stromversorgung lösen und schon könnt ihr das Außenteil rausnehmen. Nun kann ich das neue Außenteil einfach von hinten anstecken. Nach dem Festschrauben der Rückleuchte einfach die Stromverbindung wiederherstellen. Fertig! Gucken wir mal, wie es aussieht.